Och, jetzt haben wir ja den nervigen Troll dann gleich wieder, ja? Und diesmal könnten wir ihn kaputt kriegen. So, diese wie viele? Diese 5. Oh ne, die arme Ziege. Ziegenbein, Ziegenfell, Ziegenhorn. Oh, servus. Hör mal, halt die Schnauze. So macht man das. Orkischer Pfeil, 2 Bärenklauen, Höhlenbären, Höhlenbärenpilz. Pelz, nicht Pilz. Den haben wir schon. Mann, 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 Mann. Wie wollen denn hier eigentlich Pilger hochkommen? Also ne, Pilger dürfen ja gar keine hoch, ne? Aber wir bringen denn die da das Essen für die und so hoch? Haben die jedes Mal 20 Leute Eskorte oder was dabei? Ich weiß nicht. So, gib mal bitte Gummi hier. Ah, so viel zum Thema Gummi geben. Doch. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotka emporsteigt. Ja, machen wir. Alter, wo hänge ich denn hier? Drum, 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 drum. Aber habt ihr gestern ordentlich gemacht, ja? Libos. Und ich habe genau gesehen, wie du gecheatet hast. Oh, servus. Ja. Ja genau, renn hier halt voll rein, du den Alter. Vielleicht der halt auf einmal down geht, ne? Oh, ich weiß noch das erste Mal, wie ich hier geflucht habe. Und wie du cheatest. Hallo, könnte hier mal mein Dingsbums höher gehen? Mann, 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 Mann. Hallo Ziege. Hallo, noch eine Ziege. Oh, guck. Ja, das ist nicht da hinten. Oder? Lydia, bist du da? Da kommt Lydia. Dum, 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 dum. Wir kriegen wieder nur Wind zu hören. So, Weg haben wir gefunden. Oh, gucke da mal an hier, so viele Berge. Ich kann an der Stelle übrigens sagen, Lebos, ich cheat ja auch nicht. Mal gucken, ob es morgen überhaupt Mario Kart gibt. Oh, guck mal, da ist der Nervensäge.
war schon dort. Ach, wie schnell die auf einmal gehen, ne? Wie easy. Ich bin ja schon gespannt irgendwann auf den Nachfolger. Den Weg, den hätte man aber auch ein paar Meter kürzer machen können, oder? Oh, wie schnell laufe ich hier. Oh, was sind wir hier das erste Mal auf und nieder gelaufen, ne? Den blöden Troll, weil er keinen Schaden nehmen wollte. Ich finde übrigens immer noch, es war eine scheiß Idee, dass ich Skyrim ausprobiert habe. Ich meine, ist zwar ein schönes Spiel, aber es frisst Zeit ohne Ende. Guck mal, da steht ja wieder alles. Aber ihr braucht das nicht. Achso, der ist nicht da. Da habe ich das beim ersten Mal... Ich habe das beim ersten Mal garantiert ja auch alles geklaut, weil die Säcke sind ja auch leer. Die Truhe auch. Schnell speichern. Sag einmal, Libos, wie kommst du eigentlich drauf und warum beharrst du so hartnäckig drauf, ich sei ein Cheater? Ich spiele überwiegend Konsole, da kann man gar nicht cheaten. Also doch, geht, aber mache ich nicht. Schon gar nicht bei Nintendo. So, wo muss ich denn da hin? Wo ist denn der? Da hinten ist der Vogel. Servus. Doch. Eure Ausbildung macht gute Fortschritte, Drachenblut. Freut mich zu hören. Möge der Wind euch leiten. Ich muss den Schrei lernen, der Alduin besiegt. Woher wisst ihr davon? Mit wem habt ihr euch unterhalten? Spielt das eine Rolle? Ja. In solch schwerwiegenden Angelegenheiten müssen wir wissen, wo ihr steht. Oder auf welcher Seite. Aus wessen Seite... Auf wessen Seite ich stehe, glaub soll das heißen, geht nur mich was an. Ich habe nichts zu verbergen, die Klingen haben mir geholfen, etwas darüber herauszufinden. Also ich habe nichts zu verbergen, mal gucken, auf welcher Seite die stehen. Die Klingen, natürlich. Sie mischen sich besonders gern in Angelegenheiten ein, die sie kaum verstehen. Ihre rücksichtslose Arroganz kennt keine Grenzen. Ich frage mich sie ja, wer der Arrogant ist. Sie wollten schon immer jedes Drachenblut vom Pfad der Weisheit abbringen. Habt ihr nichts von uns gelernt? Wollt ihr als Werkzeug in den Händen der Klingen enden, nach ihrem Belieben zu ihren Zwecken eingesetzt? Die Klingen helfen mir nur, ich bin nicht ihre Marionette. Die Klingen wollen einzig und allein Alduin bezwingen, ihr etwa nicht? Ich würde auch gerne Nummer 3 nehmen. Zumindest haben die Klingen keine Geheimnisse vor mir. Okay, ob die Klingen einzig und allein Alduin bezwingen wollen, keine Ahnung. Aber die Klingen helfen mir nur, ich bin nicht ihre Marionette. Wenn sie meinen, ne, dann werden sie abgeschlachtet.
Möge der Wind euch. Ja, das war die verkehrte Taste. Ich habe euch meine Antwort gegeben. Geht und überdenkt eure Vorgehensweise. Drachenblut, wartet. Vergebt mir. Ich war unbeherrscht. Ich habe zugelassen, dass meine Gefühle mein Urteilsvermögen trüben. Meister Einhard hat mich an meine Pflicht erinnert. Die Entscheidung, ob wir euch helfen, liegt nicht bei mir. Und könnt ihr mir diesen Schrei beibringen? Nein. Ich kann ihn euch nicht lehren, weil ich ihn nicht kenne. Er wird Drachenfall genannt, aber seine Worte der Macht sind uns unbekannt. Wir trauern ihm nicht nach. Drachenfall hat keinen Platz im Weg der Stimme. Ich dachte, ihr kanntet alle Worte der Macht. Was ist an Drachenfall so schlimm? Er wurde von jenen erschaffen, die unter der unvorstellbaren Grausamkeit von Alduins Drachenkult gelebt hatten. Ihr ganzes Leben wurde von ihrem Hass auf Drachen verzehrt. Und sie warfen all ihren Zorn und ihren Hass in diesen Schrei. Wenn ihr einen Schrei lernt, nehmt ihr ihn tief in euer Wesen auf. Auf gewisse Weise werdet ihr selbst zu dem Schrei. Um diesen Schrei lernen und anwenden zu können, müsst ihr das Böse, das ihn erfüllt, in euer Innerstes aufnehmen. Ich dachte, ihr kanntet alle Worte der Macht. Nicht jedoch Drachenfall. Das Wissen über diesen Schrei ging lange vor Beginn der Geschichtsschreibung verloren. Vielleicht kannten ihn nur seine Schöpfer. Aber ich bin nicht der, der mit euch darüber sprechen sollte. Wenn der Schrei verloren ist, wie kann ich Alduin dann besiegen? Nur Partonax, der Meister unseres Ordens, kann diese Frage beantworten, so er sich denn dazu entscheidet. Wer ist Partonax? Er ist unser Anführer. Er übertrifft uns alle in seiner Beherrschung des Weges der Stimme. Warum bin ich Partonax noch nicht begegnet? Er lebt abgeschieden, hoch oben auf dem Gipfel des Berges. Er spricht nur selten zu uns und nie zu Außenseitern. Es ist ein großes Privileg, ihn sehen zu dürfen. Wie gelange ich zum Berggipfel, um ihn zu sehen? Nur jene, deren Stimme stark ist, können den Pfad finden. Kommt, wir werden euch einen Schrei lehren, mit dem ihr den Weg zu Partonax öffnen könnt. Ey, das stinkt mir jetzt. Ich wollte vorhin nicht abbrechen. Ich wollte da was fragen. Scheiß PS4. Deswegen habe ich die falschen Knopf gedrückt. So. So lernen wir dann also eventuell heute noch deren Obermacker kennen. Also für YouTube wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen. Müssen wir wieder rausgehen. Man könnte mal schneller laufen. Nein, mein Lydia ist da. Na Lydia, müssen wir wieder stundenlang auf die Nervenrüttel da warten. Hallo. Was? Oh, hab dich nicht so. Voll schüchtern die Kleine, hä? Partonax beginnt hinter diesem Tor. Ich werde euch zeigen, wie ihr den Weg öffnet. Wow.
Ja? Ah. Frühling, wolkenloser Himmel. Ich werde euch mein Wissen über wolkenloser Himmel vermitteln. Dies ist unser letztes Geschenk an euch, Drachenblut. Nutzt es weise. Wolkenloser Himmel wird den Nebel wegwehen, aber nur für kurze Zeit. Der Weg zu Patornax ist voller Gefahren. Ihr solltet ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Geht immer weiter. Konzentriert euch auf euer Ziel und ihr werdet den Gipfel erreichen. Okay. Dann müssen wir dahin. So. Wolkenloser Himmel. Lydia, dann wollen wir mal. Also. Sprich mit Patornax. Was das denn gerade? Ah! Ich mal weiter hier rüben machen soll, ne? Alter. Na komm schon. Loch, Bakor! Oh, Dame Siege. Gibt richtig schöne Schreie. Darf ja zu viel schreiben, sonst Spoiler. Nix weiter, kaputt machen! Eisgeist-Essenz, Eisgeist-Zähne. Ja. Hier, komm schon! Loch, Bakor! Oh, servus! Ah, das war zwei. Schaust du dumm? Hey. Unser Pfeil, nehmen wir wieder mit. Nichts verschwenden hier. Kein Herz für Trolle, ja doch, aber wenn die mich angreifen. Wieso brauchen die nur nicht angreifen? Oh, servus. Hey, wo bist denn du? Hallo? Was war denn Rena? Ja, Rena, noch weiter, du Depp! So. Habe schon die Zähne rausgerissen hier. Können wir nichts looten, das Schild kann abhalten. Speichern.
Angst speichern? Nö. Sicherheit speichern. So, das hier ist nur Wind. Das ist kein Nebel. Weil wo ist denn doch hier? Ist weg. Ich glaube, da geht's hoch. Ganz viele Ziegen hier. Da irgendwo weiß Lauf. So, wir gucken von da darüber, da müsste da unten irgendwo Weißlauf sein. Ne, das da nicht. Das ist die falsche Seite, das ist Igerstedt da unten. Ja, da müsste Ding auf der anderen Seite sein, oder? Oh, come on! Loch, Bakor! Hals der Welt! Drem Yolok, seid gegrüßt, Wunduneg. Ich bin Parturnax. Jawohl. Wer seid ihr? Was bringt euch zu meinem Strunmach, meinem Berg? Ich hatte nicht erwartet, dass ihr ein Drache seid. Ich bin, wie mein Vater Akatosh mich erschaffen hat, so wie auch ihr, Dovahkiin. Sagt mir, warum seid ihr gekommen, Volan? Warum stört ihr meine Meditation? Ich wollte nur mal Servus sagen. Gibt Mod auf dem PC, wo die Drachen noch besser und echter ausschauen, so genial. Ich muss den Drachenfall frei lernen. Könnt ihr ihn mir beibringen? Drem, Geduld. Es sind Formalitäten einzuhalten beim ersten Zusammentreffen von zwei Doof. Hat er mich gerade doof genannt? Gemäß langer Tradition spricht zunächst der Ältere. Also ich. Hört meinen Tun. Spürt ihn in euren Knochen. Tut es ihm gleich, wenn ihr Dovahkiin seid. Hä? Müssen wir lernen. Versteht das Feuer, wie es die Kraft tut. Was passiert hier? Nun zeigt mir, was ihr könnt. Begrüßt mich nicht als sterbliches Geschöpf, sondern als Dovah. Falsch. Feueratem hat er gesagt. Feueratem. Fürchtet euch nicht. Sosdorf Losmul. Das Drachenblut ist stark in euch. Es ist lange her, seit ich das Vergnügen hatte,
mit einem meiner eigenen Art zu sprechen.